Herzlich willkommen bei Orca Chess. Heute gibt es wieder ein besonderes Video, ein Reaktionsvideo. Denn ich habe von euch in den Kommentaren gelesen, dass ihr es richtig cool fandet. Also mein Video quasi zu meiner ersten Partie gegen Vincent Keimer und mein Video über die Schachmatt-Revanche, wo er meinen Wolfgang-Gambit absolut zerlegt hat. Und deswegen habe ich gedacht, komm, dann bleiben wir mal bei diesem coolen Reaction-Video-Format. Und heute wird es wieder um das Wolfgang-Gambit gehen, um das Benko-Gambit, Wolfgang-Gambit, beide Namen gibt's. Und dieses Mal ist es nämlich eine Partie von mir in der Real Chess League. Also da habe ich in der Real Chess League gegen die richtig starke ukrainische Spielerin und Twitch-Streamerin Angelika Chessborn, Angelika Valkova, gespielt. Eine Schnellschachpartie. Und die werden wir heute quasi, wir werden heute auf dieses Video reagieren, indem ich gegen sie gespielt habe und natürlich auch auf diese kritischen Momente im Wolfgang-Gambit in der Stellung eingehen. Bevor wir aber direkt mit der Partie starten, werden wir nochmal ganz kurz diese Features anschauen von diesem Video. Das ist nämlich ein richtig besonderes Video, was da produziert wurde. Und ja, mich würde einfach interessieren, was ihr dazu sagt. Ich werde es auch ein bisschen kommentieren und ein bisschen begleiten. Aber jetzt an dieser Stelle also nochmal wirklich herzlichsten Dank an euch alle. Also es ist nicht lange her. Am 1. Februar habe ich meine erste Partie gegen Vincent Keimer hier auf YouTube veröffentlicht. Und mit dieser Partie habe ich nach Feedback, nach Rückmeldungen von euch gefragt, wie kann man eigentlich Schach besser, cooler, attraktiver, unterhaltsamer darstellen, dass man den Sport einfach besser promoted bekommt und vielleicht auch Schach wieder ins Fernsehen bekommt. Und ja, da habt ihr mir wirklich hunderte E-Mails zugeschickt, Nachrichten geschrieben. Ich habe jede einzelne Nachricht gelesen, jeden Kommentar gelesen, alles ausgewertet. Und all das ist in die ersten Real Chess League Videos eingeflossen, also in die erste Season. Da werden wir uns jetzt mal ein Video gleich dazu anschauen. Und ja, was ich dazu sagen kann, das sind lauter wirklich junge Schachenthusiasten dran, volle Power zu geben, diese Challenge anzunehmen, ein richtig cooles Schach-Video-Format, Livestreaming-Format zu entwickeln. Und ja, ich würde jetzt einfach, genau, und was ich damit noch ein Ding möchte damit sagen, also ja, jedes Feedback, was ihr auch quasi auf diese neuen Real Chess League Videos gebt, ist so Gold wert, weil dadurch wissen wir, was ihr wollt, was die Schach-Community sehen möchte und können einfach alles umsetzen, was ihr sagt und es schneller verbessern. Und gerade bei so Sachen, gerade bei so Schach-Startups ist es einfach eine richtig coole Sache, ja, da einfach auch schnell zu sein und ja, und früh und schnell einfach die Sachen iterativ umzusetzen. Aber jetzt genug gesprochen von Entrepreneurship und diesen ganzen Sachen. Jetzt gehen wir direkt quasi in Medias Res. Es geht um Schach und um das erste Real Chess League Video, auf das ich jetzt reagieren werde. Das ist nämlich Attack on Queen's Gambit, Chessborn vs. Orca Chess, RCL 1. So, jetzt geht's ran an Schach. Während quasi das Video läuft, werde ich es immer mal kurz durchlaufen lassen und dann, nachdem ein bestimmtes Segment, ein bestimmter Teil von diesem RCL-Video durchgelaufen ist, werde ich das mal kommentieren. So, jetzt klicke ich einfach mal drauf. Attack on Queen's Gambit, Chessborn vs. Orca Chess, RCL 1. So, ich halte es nochmal an. Und es geht los mit dem Intro. Jetzt ziehen wir uns mal das Intro rein. Okay, man merkt, okay, die sind schon relativ ernst hier am Brett. Da geht's um was in der RCL. So, das war das Intro. Genau, also Remis-Angebot, also ziemlich tough jetzt hier am Ende. Schreibt einfach mal dazu, wie fandet ihr das Intro? Also jedes Video beginnt mit diesem RCL-Trailer, mit diesem RCL-Intro von der jeweiligen RCL-Season. Okay, jetzt geht's weiter zum nächsten Feature, das ist das Versus-Screen. Ziehen wir es uns rein. Genau, da gibt es eine coole Versus-Screen-Animation, da werden quasi die Namen so ein bisschen eingeblendet. Sie ist jetzt zum Beispiel Twitch-Streamerin aus der Ukraine, also sie macht da sehr viel auf der Livestreaming-Plattform Twitch. Orca Chess ist mein Kanal, genau, ich bin eher auf YouTube vertreten, dass man einfach so ein paar Facts zu den Spielern hat, genau. Dann geht's weiter. So, mal ein bisschen so Gamification reinzubringen oder auch wie es andere Sportarten so ein bisschen machen, haben wir jetzt hier ein Versus-Screen drin, wo es so ein paar interessante Fakten zu den Spielern dargestellt werden. Zum Beispiel, wie heißt der Spieler, dann woher kommt der Spieler, Ukraine, Germany,
Dann wie alt ist der Schachspieler, der Athlet? Dann was ist die Stärke von den Spielern im Schach? Also in dem Bereich sind wir beide quasi Angriffsspieler. Also die Stärke ist in der Attack. Also richtig spannend, quasi wirklich ein Big Fight. Zwei Angriffsspieler spielen gegeneinander. Was ist das Idol quasi dieses jeweiligen Spielers? Also was ist so das Vorbild? Also ich bin großer Fan von Vishy Anand. Ich habe ja damals in Frankfurt vor 2 Jahren in Bad Soden gegen Vishy Anand im Simultan antreten dürfen. War ein Wahnsinnserlebnis für mich, gegen den Schachweltmeister zu spielen und sogar nicht zu verlieren, sogar ein Remis zu packen. War richtig cool. Von ihr natürlich quasi die Legende aus der Ukraine, Vasily Ivanchuk. Und hier dann auch noch die Spielstärke der Spieler. Also wie viel haben die in Real Life? Was ist deren Rating? Was mich jetzt natürlich interessiert, habt ihr Ideen, wie man da noch mehr Storytelling reinbringen kann? Einfach noch mehr Profil zu diesen einzelnen Schachspielern? Einfach, ja, schreibt mal in die Kommentare, vielleicht habt ihr Ideen, was wir da noch zeigen könnten in diesem Versus-Screen oder auch auf andere Art und Weise. Machen wir weiter und fahren fort. Genau, das ist die Versus-Screen-Animation. So, ich gehe nochmal kurz zurück. Und jetzt kommt nach dem Versus-Screen kommt das Einlaufen der Schachspieler an das Schachbrett. Da kann jeder Schachspieler so seine individuelle Einlaufmusik hören. Also ich fände es natürlich cool zum Beispiel, ja, wenn es irgendwann auch mal Chartmusik gibt, irgendwie Eminem, Lose Yourself und du läufst so an das Schachbrett, ist eigentlich schon eine coole Sache. Dann geht die Schachpartie los. Wir haben coole Musik, wir haben Musikdatenbanken, Chartmusik haben wir noch nicht am Start, aber genau, sag mal was dazu. Jetzt kommt das Einlaufen an das Schachbrett, quasi der Spieler. Adjusting the pieces, Chaduk. So, es kommt Orga-Chess schon leicht müde, also schon richtig gebeutelt hier quasi in der Partie. Noch ein bisschen Chaduk, genau die Figuren zurechtrücken. Genau, das war jetzt so die Einlaufmusik von den Spielern. Jetzt geht es noch ein bisschen weiter, haben wir noch ein paar andere Kamerafahrten eingebaut. Ich lasse es mal laufen. So ein bisschen auch so mit der Glidecam, also inspiriert auch von Stanley Kubrick, The Shining, da hat man auch diese Kamerafahrten. Also auch Fact beside, also die erste Glidecam-Aufnahme ist tatsächlich bei The Shining von Stanley Kubrick, die es je gab. Also da wurde quasi, kam das auch massiv mit diesen Kamerafahrten. Hier, jetzt haben wir quasi danach als Feature dieses Face-to-Face, quasi diesen Face-to-Face-Stare-Down zwischen den Spielern am Schachbrett. Genau, ich lasse es mal laufen. Ja, ist auch ziemlich tough, hier diesen Augenkontakt zu halten. Also sie hatte echt einen richtigen Killerblick gehabt. Aber ich habe durchgehalten. Also es war nicht ganz einfach. Genau, und dann beginnt jetzt auch schon die Partie. Und da werde ich jetzt auch was zu sagen, natürlich auch schachlich was reinbringen. Genau, also alles Feedback, was ihr habt, schaut auf dem Kanal vorbei. Natürlich auch dankbar, wenn ihr den Kanal abonniert, den Real Chess League Kanal. Da auch mal einen Kommentar hinterlasst. Und Feedback ist wirklich Gold wert, es so schnell wie möglich weiterzuentwickeln. So, jetzt geht die Partie los. And they are off. Let's see what we have to start. Okay, ich werde jetzt gleich nochmal diesen Ton ein bisschen runterfahren. Kennt ihr den Kommentator? Wie heißt der Kommentator? Schreibt es mal in die Kommentare. Genau, also vielleicht kennt ihr ihn, ja? Ich lasse nochmal ganz kurz laufen. Okay, so we open up with very standard opening here. And Jonathan decides to play a very aggressive. Okay, jetzt werde ich den Ton runterfahren. Schreibt mal in die Kommentare, wie heißt der Kommentator? Und es kommt jetzt tatsächlich das Volga-Benko-Gambit. Jetzt mache ich hier mal die Lautstärke ein bisschen geringer und kann dann was zu sagen. Natürlich werde ich auch im Video ein bisschen vorspulen.
Genau, sie spielt D5, sie spielt durch. Jetzt mache ich den Zug B5, der ist charakteristisch für das Benko-Gambit. Ich möchte wirklich Spiel am Damenflügel bekommen. Ich möchte Bauern am Damenflügel opfern, Raum bekommen für meine Schwerfiguren, um wirklich Druckspiel am Damenflügel zu bekommen. Also wirklich richtig aktiv spielen zu können. Was mir auch noch sehr gut gefällt beim Wolga-Gambit ist diese gesunde Struktur, diese gesunde Bauernstruktur, die Schwarz hat. Und da ist es sehr oft auch so der Fall, dass man trotz Bauer weniger sehr attraktives Spiel bekommen kann. Genau, Angelika hat so ein bisschen so eine Nebenvariante gewählt mit diesem Dame C2. Da gehe ich jetzt auch nochmal ein Stück zurück und sage, warum ich das so reagiert habe. Weil da hat der Big Creek ja auch mal drauf reagiert in einem Livestream und gesagt, ja, das ist nicht die Hauptvariante, das spielt man eigentlich nicht. Da bekommt Weiß ziemlich schnell ein starkes Zentrum. Ich ziehe das hier trotzdem, also ich ziehe trotzdem durch mit B4. Den Zug hat auch schon mal Fabiano Caruana gespielt. Was mir da sehr gut gefällt, ist, dass ich den Charakter der Stellung tatsächlich erstmal geschlossen halte und schön dann dem Läufer 4 enkettieren kann, hier über G7, G6, Läufer G7 und eine sehr starke, lange Diagonale habe. Das gefällt mir sehr gut, ist sehr gut spielbar und das ist wirklich auch im Style des Wolga-Gambits. Und eine schöne Sache genau gegen diese Ablehnung. Also kann ich auch nur empfehlen. So, sie spielt jetzt E4, also wie TBG gesagt hat, gleich das Zentrum sich greifen. D6 von mir. Schöne Bauernphalanx hier von E7, D6, C5, B4. Ja, sie muss es auch schon ein bisschen überlegen. Ich habe jetzt auch noch genug Zeit, mal einen Schluck zu trinken. Das ist eine Schnellschachpartie. 15 Minuten Zeit. Genau, da kam auch richtig cooles Feedback, also von euch. Also auch nochmal danke. Also da gab es nämlich dieses Feedback, dass man sich ein bisschen so an diesem Spiel, das ist tatsächlich ein Prügelspiel, das heißt Tekken, ein bisschen orientiert, um diese Schachuhr und diese Namen der Spieler einzublenden, so ein bisschen so die Zwischenstände. Ich weiß nicht, Tekken, bei mir ist schon 20 Jahre her, habe ich in der Grundschule gespielt, beste Erinnerungen daran. Habt ihr auch Tekken gespielt mal? Schreibt es auch mal in die Kommentare. Und ja, es gibt es mittlerweile, das war damals Tekken 3, es gibt es mittlerweile schon Tekken 7. Ist verrückt, also wie die Zeit vergeht. Genau, also könnt ihr euch auch darauf freuen, das kommt im nächsten Video, also in der dritten Partie von der Real Chess League. Okay, machen wir weiter mit dem Wolga-Gambit. So, jetzt kommt A3, also sie befragt jetzt hier gleich diesen B4-Bauern und möchte hier am Damenflügel die A-Linie öffnen. Und genau, ich nehme den direkt raus. Warum nehme ich den raus? Ich bekomme jetzt dieses schöne Feld auf B4 und mein Plan ist es jetzt hier zu versuchen, meinen Springer auf B4 langfristig zu installieren mit Manövern wie Springer A6. Und Springer B4. Das ist ein sehr, sehr attraktives Feld für meinen Springer. Genau, ich werde jetzt mal noch das während der Partie jetzt hier einmal durchgehen, was zum Video sagen und das ein bisschen kommentieren. Und nachher werde ich auch nochmal natürlich quasi mit einem Schachbrett diese kritischen Varianten von der Partie analysieren, dass ihr genau wisst, okay, wie hätte ich jetzt hier besser spielen können, wie hätte sie besser spielen können, damit ihr einfach auch bessere Spieler werdet im Wolga-Gambit. Genau, sie hat es genommen quasi, Turm schlägt A3. Jetzt kommt Springer C3 von ihr. Ganz normale Entwicklung, ganz normale Stellung noch. Rochade, also ich baue jetzt ein bisschen meine Königssicherheit auf. Also wirklich sehr starke Spielerin, also wird auch trainiert von dem ungarischen Großmeister. Die Angelika, also wirklich, genau, also es ist wirklich ein Match hier auf Augenhöhe, was wir haben. Genau, also sie macht jetzt hier den Zug H3, also möchte jetzt hier G4 kontrollieren, dass ich keine Ausfallzüge habe mit meinem Springer, weil Springer G4 oder Läufer G4 Fessel nicht zulassen. Jetzt mache ich auch direkt den Zug, Springer nach A6, mit der einfachen Idee, den Springer auf B4 zu installieren. Das ist ein schöner Vorposten, ein schönes Feld für einen richtig, ja, für einen Springer einfach. Also da fühlt er sich wohl, greift direkt die Dame an und das ist ein sehr attraktives Feld, ja. Und was ich auch vorher schon erwähnt habe, diese schön kompakte Struktur, diese Bauernstruktur, die ist im Wolga schön und die Linien öffnen sich am Damenflügel. Man kann schnell mal einen Turm auf B8 stellen und so weiter. Also wenn ihr mehr Content zum Wolga-Gambit wollt, also ich spiele das schon fast 15 Jahre, vielleicht sogar schon 16 Jahre spiele ich diese Eröffnung, schreibt mir das auch mal in die Kommentare. Also da habe ich wirklich einiges an Erfahrung, also 16 Jahre, schon ganz schön viel Holz, sammeln können in der Variante.
So, sie muss jetzt auch überlegen. Genau, also ich habe mich jetzt ja auch, kann ich auch sagen, auch richtig sicher gefühlt quasi hier in der Stellung. Das ist so mein Home-Turf, da kenne ich mich aus, das ist meine Haus- und Hoferöffnung. Das Wolga-Gambit, das ist echt... Trotzdem, dass Vincent Keimer mich voll abgezogen hat, aber ich habe wirklich das ernst genommen, habe diese Niederlage dann auch, ja, einfach auch genutzt, um jetzt mich das zu analysieren, aus meinen eigenen Fehlern zu lernen, wieder zurückzukommen und so, weil, genau, also nach der Niederlage wieder Comeback, wieder Phönix aus der Asche, ja, und jetzt hier einfach besser vorbereitet, Hausaufgaben gemacht im Wolga-Gambit. Klar, woanders gibt es natürlich noch viele Hausaufgaben, aber jeder Schachspieler kann da wahrscheinlich ein Lied von singen. Die Hausaufgaben hören im Schach nie auf. Schach ist im Endeffekt auch ein bisschen so ein Fass ohne Boden. Da kann man sehr viel immer dazu lernen. Okay, also sie hat jetzt hier schon, muss jetzt schon richtig viel Bedenkzeit investieren in der Stellung. Und schaut jetzt hier auch schon, okay, ja, es ist nicht einfach für sie, tatsächlich. Weil sie kennt sich nicht so gut aus anscheinend, der Variante. Ich habe sogar Zeit, so ein bisschen mich so mal zurückzulehnen und ein bisschen zu entspannen hier. Das war in der zweiten Partie nicht der Fall. Also die könnt ihr vielleicht auch mal reinziehen. Das war auch eine scharfe Variante. Die Botvinnik-Variante im Halbslawen. Also aus meiner Sicht, ja, eine der schärfsten Eröffnungen der Welt, die es überhaupt im Schach gibt. Ja. Okay, Läufer D2, normaler Zug von Angelika. So, was mache ich jetzt? Ich spule jetzt mal auch leicht vor, damit wir auch ein bisschen kritische Stellung bekommen. Genau, was wir ja auch haben, wir haben immer auch so Nahaufnahmen quasi in diesen Videos drin, um so diese Emotions von den Spielern einzufangen. Wie die gerade drauf sind, sind die comfortable, sind die zufrieden, fühlen sie sich wohl mit der Stellung. Genau, ich habe jetzt Springer B4 gespielt, das ist direkt die Dame angegriffen, sie geht nach B1 zurück. Da steht die Dame natürlich auch relativ passiv. So, jetzt habe ich den Zug E6 gespielt. Die Idee ist jetzt, okay, ich habe jetzt wirklich schönen Springer installiert. Der König steht noch im Zentrum, also es ist ein klares Signal für mich jetzt hier. Natürlich möchte ich dieses Zentrum öffnen und mit den Türmen über die E-Linie in ihre Stellung einbrechen. Das ist auf jeden Fall eine gute Strategie und es ist auch nicht so einfach. Sie hat jetzt sehr viele Baustellen. Sie hat einmal so einen unangenehmen Springer am Damenflügel von mir, diesen B4-Springer. Und ich drohe jetzt ja auch noch quasi das Zentrum zu öffnen und richtig viel Druck zu machen direkt auf ihren König. Und der König ist nun mal quasi die wichtigste Figur im Schach, auf den muss man aufpassen. Und das ist jetzt schon nicht einfach. Also jetzt hier wirklich ein Rezept zu finden, das alles hier unter einen Hut zu bekommen, alles gemanagt zu bekommen. Ja, man merkt es auch, sie investiert hier schon richtig viel Zeit. Schreibt es auch mal in die Kommentare, also zu der Zeit. Also wäre es für euch cool, wenn wir die Uhr oben rechts und oben links abbilden würden, so vergrößert. Am besten natürlich wahrscheinlich digital. Schreibt da mal, würde mich sehr interessieren. So, also jetzt muss ihr wirklich Zeit investieren. Auch noch was anderes, also wenn ihr Ideen habt, weil es soll wirklich alles Schach-Community-driven sein, was für Matches wir quasi in diesem Real Chess League Format spielen könnten, schreibt es mir auch einfach in die Kommentare. Und was hier wichtig ist quasi hier auf dem Kanal Orca Chess und auch in der RCL, ist alles erlaubt, hier ist nichts zensiert. Egal wie krass eure Ideen sind, ihr dürft alles hier quasi in die Kommentarzeile schreiben. Egal wie crazy die Idee auch ist, alles dürft ihr reinschreiben. Kreativität freien Raum lassen. Freien Lauf lassen, genau, ja. Ja, sie muss jetzt immer noch nachdenken, da kann ich ja richtig viel erzählen. Ja, wie gesagt, ich habe eigentlich schon alles hier gesagt. Okay, man merkt es hier schon, okay, sie muss jetzt hier, sie ist schon fokussiert. Sie hat jetzt auch keine Zeit, hier groß Show zu machen quasi, wenn jetzt hier schon so viele Kameras auf sie gerichtet sind. Also es ist wirklich eine prekäre Lage hier für sie. Sie spielt jetzt Läufer D3, das ist so ein bisschen ein tricky Move. Auf der einen Seite habe ich jetzt hier die Möglichkeit, den einfach rauszuklatschen und das Läuferpaar zu sichern. Auf der anderen Seite ist mein Springer auf B4 natürlich auch ein super Springer, der eigentlich fast schon mehr wert ist, quasi in dieser geschlosseneren Struktur, die wir noch haben, als ein Läufer. Und ich glaube, das war ein richtig, also auch psychologisch, auch so ein cooler Schachzug jetzt von ihr, jetzt hier mir die Option, viele Optionen einzuräumen. Aber natürlich, in dem Moment denke ich natürlich nicht danach, den rauszuhauen direkt, sondern ich bin jetzt hier schon auf der Suche
nach einer konkreten Idee, wie man hier vielleicht sogar schon Schachmatt setzen kann. Der König hat noch nicht rochiert. Jetzt öffne ich das Zentrum, damit meine Schwerfiguren kommen können. Okay, sie schlägt zurück. Sie schlägt mit dem C-Bauern zurück. Das ist auch wichtig. Sie möchte nicht die E-Linie öffnen, sonst kann ich ja Turm E8 spielen mit Schach. Das erschien ihr sehr unangenehm. Hat sie auch recht. Dann müsste ja nochmal mit dem Läufer zurückziehen, irgendwas dazwischen ziehen. Macht man nicht gerne. Und tatsächlich, ihr müsst mich ohrfeigen hier. Das ist echt heftig. Genau in der Stellung habe ich jetzt hier mit Schwarz die Möglichkeit, die Partie zu gewinnen. Strategisch zu gewinnen. Das ist ähnlich wie in der Vincent Keimer Partie in der ersten. Wirklich ein hammerartiger Zug. Also wer den findet, das ist wirklich... Also da würde ich schon sagen, der ist schon auf dem Weg in die obere Meisterklasse. Oder sag mal, auf jeden Fall in die Meisterklasse. Ich habe es damit B6 gemacht, eher so ein Schablonenzug. Ich gehe jetzt nochmal ein Stück zurück. Es gibt hier einen deutlich besseren Zug. Ich halte es mal an, sonst mache ich den Zug, sonst ist die Stellung nicht mehr fresh. Es gibt einen deutlich besseren Zug als Dame B6. Hier kann wirklich Schwarz strategisch gewinnen. Schreibt mir in die Kommentare. Wie kann jetzt hier Schwarz... Ja, die Partie einfach wunderschön auf positionelle Art und Weise gewinnen und hier tatsächlich schon den Sack zumachen. Würde mich sehr, sehr interessieren, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Also ich gehe auch nochmal einen Tick zurück. Man sieht es hier auch quasi, Angelika spielt hier Chessborn rum quasi mit ihrem Bauern. Das zeigt ja auch schon Nervosität. Also sie merkt, okay, hier musst du jetzt aufpassen. Also jede Ungenauigkeit, jeder kleine Fehler kann hier dazu führen, dass ihr die Partie... Ja, einfach von, nicht von heute auf morgen, sondern von Zug auf Zug einfach rum ist. Genau. So, jetzt mache ich meinen Zug. Jetzt mache ich Dame B6. Leider Schablonenzug. Das ist auch noch extrem wichtig, was ich sagen muss. Ist wirklich ein starker Schachspieler, müssen immer in die Tiefe rechnen, müssen schauen, müssen auch extreme Züge bewerten, auch krasse Züge, auch offen sein für interessante, spannende Ideen und nicht immer diese normalen Züge machen. Weil häufig sind diese Ausnahmen, die man entdeckt als starker Schachspieler, das sind die Killerzüge. Das sind die Killer, die einfach wirklich einen riesen Unterschied machen zwischen einem sehr guten Schachspieler und einem ausgezeichneten Schachspieler. Zwischen einem Meister, also wirklich einem Meister. Da wirklich quasi auch wachsam sein, also nicht immer quasi sein... Ja, sein Stenz runterzocken, sondern auch wirklich mal, ja, offen sein, rechnen, Kreativität zeigen im Schach, ja. So, jetzt hat sie Springer A4 gespielt und nervt meine Dame hier ein bisschen. Sie greift jetzt hier einfach meine Dame an. Das ist natürlich nervig. Ja, so, jetzt baumt sie sich so ein bisschen auf. Öffnet ihren Körper so ein bisschen quasi von der Körpersprache her und ja, und fühlt sich schon deutlich sicherer hier in der Partie als zuvor. Also man merkt sie kommt jetzt auch schon wieder so ein bisschen zurück in die Partie. So, wo ziehe ich jetzt mit meiner Dame hin? Das ist auch gar nicht so einfach. Ich habe mehrere Optionen. Ich kann jetzt ja tatsächlich Dame nach B8 spielen oder ich kann Züge machen wie... Ja, wie Dame A5 könnte man sich auch überlegen. Da ist wirklich sehr viel möglich, was man da ziehen kann. Genau, jetzt hier auch so ein bisschen so eine Brettaufnahme mit diagonalen Anschnitt. Wie gefällt es euch? Findet ihr das cool quasi? Ist auch so ein bisschen inspiriert von The Queen's Gambit. Quasi diese Perspektive, genau dieser Winkel. Und ja, könnt ihr das nachvollziehen oder braucht ihr da auch noch ergänzend ein zweidimensionales Schachbrett? Und wie findet ihr das? Also wie findet ihr diese Aufnahme, diese Schachbrettaufnahme? Genau. Dame B8 habe ich gespielt. Dame B8, also ich gehe zurück in die Tiefe. Logischer Zug, einfach auch Druck auf der B-Linie halten und der B-Linie einfach, ja, diese Dame stehen lassen. Auch langfristig so ein bisschen so einen Phantomdruck auszuüben auf diesen B2-Bauern. Ja, was habe ich gesagt zu dieser Schachbrettperspektive? Ja, worum es da auch mir geht, an uns geht, ist quasi einfach so ein bisschen so die maximale Schachimmersion zu schaffen, dass man halt auch so das Gefühl hat, man sitzt hier wirklich am echten Brett und it's your move. Genau, dass das auch so ein bisschen rüberkommt. Okay, jetzt wurden einige Züge gemacht. Ich habe jetzt A5 gemacht. Also ich habe jetzt auch mehr Optionen, vielleicht mal Springer schlägt D3 zu spielen und dann Läufer A6 mit einem Spießidee. Einfach ein paar Figuren aufspießen, das ist eigentlich immer nett quasi, wenn man einen Spieß ausführen kann.
Aber sie hat es natürlich gesehen, quasi diese taktische Idee, die auch relativ einfach ist natürlich. Das ist nichts Kompliziertes, kein Hexenwerk, was hier kommt. Und reagiert dann natürlich drauf, aber sie muss auch Zeit investieren. Sie hat jetzt nur noch 5 Minuten, oder? 5 Minuten, 30 Sekunden. Ich habe noch über 10 Minuten. Ich habe fast doppelt so viel Zeit wie sie auf der Uhr. Und jetzt genau, sie hat mir auch schon diese Pose quasi, auch mit den Händen. Also man merkt, okay, sie macht jetzt hier diesen Deep Dive. Also sie taucht sehr tief in die Stellung ein. Und sie kommt mit dem Zug Turm E1 und zieht den Turm aus der potenziellen Diagonalen und deckt noch den Bauern auf E4. Und genau, stabilisiert einfach auch ihre Stellung. Ja. Jetzt gab es auch, hier gibt es auch, meine ich, sehr interessante Züge, wie zum Beispiel Springer F schlägt D5. Die müssen wir nachher auch in Analyse ziemlich genau checken, ob das taktisch geht. Weil einmal, jetzt geht es noch nicht, also ich muss erst Läufer D7 spielen. Aber es ist auch immer wichtig, das taktisch zu prüfen. Springer F schlägt D5. Weil wenn er Läufer auf B4 nimmt, nehme ich mit dem angegriffenen Springer zurück. Und wenn direkt genommen wird auf D5, gibt es auch manchmal so Motive, wo man auf D3 dann rausnimmt und dann geht es weiter. Jetzt kommt nämlich der Zug Läufer nach D7 und mit dem Zug Läufer nach D7 bereite ich das vor. Was jetzt passiert, wenn sie jetzt zum Beispiel jetzt hier Nullzug machen würde, könnte ich jetzt ja mit Springer F schlägt D5, ich schlage hier raus, sie schlägt zurück, dann schlage ich auf den Springer auf A4 raus. Dann schlägt sie mit dem Turm auf A4 raus und ich schlage mit meinem Springer auf D3 raus. Und es wird sehr, sehr chaotisch. Aber am Ende von der Vorstellung hier habe ich einen ganzen Bauern mehr und meine Stellung sollte stabiler bleiben. Das wird man gleich in der Analyse prüfen. Genau, jetzt kam das. Jetzt hat sie auch weitergespielt und investiert sehr viel Zeit. Sie hat Läufer C3 gespielt. Und hier hätte man dann natürlich Springer schlägt D5 auf jeden Fall tief rechnen müssen. Ich habe es auch gerechnet, habe es aber jetzt hier aufgrund von Zeitinvestitionen verworfen. Die Intuition war aber richtig, das ist ein extrem starker Zug. Springer F schlägt D5. Also das wird man es nachher auch mal zu Gemüte führen. So, ich mache das nicht und jetzt lasse ich es ein bisschen los. Jetzt habe ich ein bisschen, ich hatte Grip gehabt und jetzt kann sie sich stabilisieren und jetzt ist die Stellung einfach ungefähr ausgeglichen. Also ich habe hier nichts groß, also keinen großen Vorteil mehr. So, jetzt macht sie Springer nach D2, jetzt habe ich wieder eine Chance. Jetzt habe ich hier wieder eine Chance, stark zu spielen in der Stellung. Und Springer F schlägt D5 ist wieder sehr interessant. Weil jetzt hängen noch mehr Figuren. Turm E1 ist dann in der Luft, Läufer schlägt A4, Springer schlägt D3. Sehr, sehr chaotische Stellung mit vielen Abtäuschen. Ist wirklich ein Top-Zug. Und wichtig ist halt auch, solche Züge dann auch einfach auch zu berücksichtigen und auch durchzurechnen, sich die Zeit zu nehmen. Nur so quasi, wenn man sich auch quasi von der Komplexität auch quasi weiter wagt und noch spannendere, schärfere Stellungen, auch Varianten in Betracht zieht, wird man auch wirklich zu einem sehr starken Spieler und kann sich da auch weiterentwickeln im Schach. Also es bringt auf jeden Fall nichts, jetzt einfach zu sagen, okay, ich schiebe jetzt eine ruhige Kugel und spiele halt das Niveau, was ich kann. Und ich spiele halt irgendwie so einfache Varianten. Ich schlage taktisch nur zu, wenn es wirklich glasklar durchrechenbar ist. Wirklich sich auch da ein bisschen aus der Komfortzone rauswagen und auch die krassen Varianten rechnen und dann auch in der Partieanalyse, nachdem ihr eine Langpartie gespielt habt, da wirklich nochmal tief eintauchen. Das bringt wirklich sehr, sehr viel. Ja, was hat Lawrence Trent jetzt hier gesagt? Also jetzt hat sie ihre Hand so in den quasi die Backe in der Hand, die Backe in der Hand und lehnt sich so rein. Also ja, der hat das jetzt so interpretiert, sie fühlt sich jetzt nicht so wohl. Also das ist jetzt hier kein Ponyhof mehr, so diese Stellung. Ja, das ist auf jeden Fall nicht einfach. Also ich glaube auch nach dem Zug Springer D2, der auch mir viele, viele Chancen lässt, ist es wirklich schon sehr kritisch für sie. Jetzt mal gucken, ob ich das überhaupt nutze, hier diese Chance. Ich habe jetzt auch nur noch eine Minute und 50 Sekunden mehr. Das ist gar nicht mehr so viel. Ja, jetzt hat man hier wieder diese Schachbrettansicht. Ich spule jetzt hier mal. Okay, jetzt mache ich einen Zug. Bumm. Jetzt schlage ich hier raus. Ich hätte besser spielen können. Es ist aber auch logisch, was ich hier spiele. Ich spiele jetzt Läufer B5, möchte meinen Läufer aktivieren.
schöner Läufer, Diagonale, aber sie hat jetzt hier wirklich eine schöne Variante, wie sie hier spielen kann. Und das hat sie auch sehr gut gemacht, finde ich. Nämlich mit diesem Zug hier, den sie jetzt macht. Ich spule jetzt mal ein bisschen vor. Springer nach C4. Sie geht sogar an die Fessel, aber das Feld C4 ist ein sehr, sehr attraktives Feld für den Springer. Und vielleicht hat sie auch mal die Möglichkeit, mit dem Zug wie B3 das Ding zu stabilisieren, dann Turm A3 nach A1 zu spielen, den Turm dann wieder zum Beispiel auf die D-Linie zu bringen und dann halt Schritt für Schritt mit F4 vielleicht den Durchbruch E5 vorbereiten. Das könnte sehr, sehr interessant sein an der Stellung. Dame C2, normaler Zug. Ich verbinde die Züge, die Türme oder wie Kugelbuch immer so schön sagt, Rooks connecten. So, jetzt hier ein Over-the-Shoulder-Shot auf die Stellung. Okay. Genau, und was auch. Genau, die ganze Partie habe ich natürlich, das Video zu der Partie habe ich natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr auch nochmal drauf gehen. Und natürlich gibt es bei der Real Chess League auch noch weitere Partien. Also die schon gespielt wurden, schaut da auch mal rein. So, jetzt gehen wir mal vor. Und jetzt, das ist jetzt richtig spannend. Das ist jetzt echt spannend, was jetzt passiert. Boom! Sie spielt Springer von A4 nach B6. Das ist ein sehr, sehr krasser Zug. Und ich habe den auch schon ein bisschen so antizipiert, dass sie das machen könnte, habe aber das alle relativ schnell verworfen, dass es nicht gut ist. Weil ich dachte, ich kann den jetzt einfach rausschlagen, meine Dame. Dame schlägt B6. Springer schlägt B6, Läufer schlägt D3, ich schlage ihre Dame, Springer schlägt A8, Turm schlägt A8, aber dann, ich habe nicht so tief gerechnet in dem Moment, ich habe einfach zu schnell gespielt, kommt am Schluss Läufer schlägt F6, ich muss zurückschlagen mit meinem Läufer, Läufer schlägt Läufer auf F6 und auf einmal kommt dieser Turm auf A3 ins Spiel und Turm A3 schlägt D3 und schlägt den Läufer, also wirklich eine sehr lange Schlagvariante, Abtauschvariante. Und sie hat das alles gerechnet, also wirklich Chapeau hier. Also das war jetzt wirklich wow, 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 knapp. Natürlich stehe ich danach immer noch okay. Habe ich immer noch Kompensation. Aber ich dachte in dem Moment, ich habe wirklich Material mehr und bin direkt in der Gewinnstellung. Und jetzt habe ich, und ich lande jetzt hier in einer Stellung, die ist einfach unklar, in der ich einfach nur Kompensation habe mit einer Qualität weniger. Also das ist wirklich jetzt spannend, was passiert. Jetzt kommt hier direkt, ich lasse es mal den Kommentar sogar laufen. It's not possible. So I'm very curious to see what will be played now. I thought that this move was very, very dubious. Because ich habe auch gedacht, dass es dubious ist, der Move. Takes knight. And if knight takes queen, I then win your queen with my bishop. And he does it, exactly. Queen takes knight. Is this an error? Dachte ich auch, ein error. Here by Chessborn. Has she missed this? Knight takes queen, bishop. Genau, der Lawrence Trent, der spricht wirklich aus meiner Seele quasi so ein bisschen hier gerade, aber ihr schaut jetzt mal, was jetzt hier passiert. Takes queen, she'll now take this rook. Ah, and there's a bishop takes f6, hold on. Maybe she's seen everything. Maybe she's seen everything. She has seen everything, corner. Yeah. Okay, and if rook takes knight, then bishop takes the knight on f6, and suddenly this rook on a3, which was doing nothing for the most of this opening, suddenly has got a function. This is absolutely unbelievable. Rook takes it now. Yes, she does. She takes the knight off. This is brilliant chess. And now rook takes bishop. And now all of a sudden, well, now this pawn comes off on b2. And actually, the position is incredibly unclear. What a... Tatsächlich, die Stellung ist total unklar, aber ich habe immer noch, finde ich, richtig gut für mich die Stellung. Ich hole mir auch direkt die Dame, ist ein bisschen provokativ und sage, komm, Angelica Chessborn, ich promote hier, ich komme jetzt hier mit einem Bauern durch und hole mir eine neue Dame. Genau, jetzt hat sie so gespielt. Ich werde es auch gleich in der Analyse zeigen, wie man jetzt hier dieses Endspiel spielen muss, quasi auch aus schwarzer Perspektive und aus weißer Perspektive. Und es ist wirklich total unklar, ein sehr spannendes Endspiel und gerade solche Sachen können aus dem Wolga-Gambit resultieren, quasi diese Qualitätsopfer. Und sehr oft ist es so, dass Schwarz die Partie trotzdem gewinnt, aufgrund von dieser gesunden, starken Bauernstruktur und diesen starken Freibauern am Damenflügel. Also wirklich sehr, sehr kraftvolles Spiel, was hier Schwarz trotz Qualität weniger aufbauen kann. So, jetzt spulen wir mal ein bisschen vor. Genau, was ich jetzt hier gemacht habe, ist eigentlich... ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das ist schon Jahre her, da habe ich mal Jugendkorpris gespielt, da habe ich gedacht, komm, jetzt packst du hier einen Jugendkorpri-Zug aus
Und ja, das erinnert mich an den Jugendchor Prinuspring. Dann spielst du einfach Läufer nach E5 und ja, und nimmst ihr das Feld H2 weg. Und vielleicht kannst du zum nächsten Zug Schachmatt drohen. Und vielleicht fällt sie ja drauf rein. Nein, also ein bisschen Spaß beiseite. Natürlich ist Läufer E5 natürlich trotzdem ein guter Zug. Also zentralisiert den Läufer. Und Turm B8, also den ich jetzt auch plane, ist natürlich auch ein logischer Zug, den Turm auf die offene Linie zu stellen. Also das sind Züge, die machen so oder so Sinn. Aber trotzdem ist es immer gut, auch mal einfache Sachen zu drohen. Wichtig, also einfach mal was drohen. Also eine Drohung ist eigentlich, auch wenn Xavier die Tatarkova gesagt hat, die Drohung ist stärker als die Ausführung. Genau, das passt ja. Dann muss ich ja gar nichts irgendwie verargumentieren. Einfach was drohen. Xavier Tatarkova, die Drohung ist stärker als die Ausführung. Aber in dem Fall war meine Drohung eine Schachmatt-Drohung. Und aus meiner Sicht ist Schachmatt zu setzen stärker als Schachmatt zu drohen. Ich setze es hier tatsächlich Schachmatt. Sie hat das Matt total übersehen. Also absolut crazy, was jetzt hier passiert ist. Und es hat funktioniert. Und Turm schlägt C1, ist Schachmatt. Sie gibt auf, wirft ihren König um und die Partie ist rum, die erste Partie. Meine Güte, war ein richtig scharfes Ding. Ich mache jetzt mal nochmal einen Ton an. I thought of the tactic. I took the queen and I didn't calculate so deep that in the end you have this exchange here and you're winning back the piece. But I've seen you have exchanged up, but the pawns on the queens that are very dangerous. I think it's compensation, it's quite roundabout equal. But genau. Also genau, ich habe es auch nicht gesehen, so richtig mit der Taktik. Jetzt danach kommt da dieses Feature mit dieser Analyse zwischen den beiden Spielern, dass sie auch nochmal durch diese kritischen Punkte von der Partie gehen. Das habe ich auch von euch als Feedback bekommen. Jetzt hier nochmal dazu, wie findet ihr quasi das und welche zusätzlichen Sachen findet ihr hier sinnvoll? Also was wollt ihr da haben? Wollt ihr da quasi eine Perspektive auf Schachbrett haben, wo die Leute das nochmal nachspielen, dass man es am Schachbrett sieht? Möchte man da ein Diagrammbrett mit Pfeilen, das man so visualisiert und ein paar Varianten zeigt, worüber die Leute da reden? Oder ist es genauso gut, quasi das Gespräch so zu haben, wie es ist, ohne zusätzliche Animationen? Also es würde mich auch sehr interessieren. Genau, da wird noch ein bisschen diskutiert. Genau, das ist die Analyse, aber da werden wir jetzt gleich richtig das alles durchgehen. Nämlich richtige Analyse, ich habe die Partie nämlich analysiert, einmal selber, einmal auch mal mit ein paar Meisterkollegen. Und jetzt gehe ich hier mal vor zum letzten Feature. Das letzte Feature ist hier, die Partie endet und dann gibt es so eine Pokalszene und da hat die Person quasi diesen Pokal, die gewonnen hat. Genau, das ist der Pokal. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Also ich habe den Pokal tatsächlich auch hier. Genau, das ist der Pokal. Das ist übrigens gar nicht so klein. Also im Hintergrund sah der eigentlich relativ klein aus, ist aber eigentlich nicht auf jeden Fall nicht der kleinste Pokal, den man sich hier so vorstellen kann. Genau, jetzt wird man zur Analyse gehen. Haut alles in die Kommentare rein, auf was ihr Bock habt. Also wir setzen alles um. Ist community-driven, was hier passiert. Aber natürlich soll das jetzt mit dem Pokal ja auch kein Spoiler sein, dass ich das Match gewonnen habe. Also ich habe die Partie gewonnen. Und ja, am Anfang jeder hat einfach nach der Partie auch schon den Pokal bekommen. Läuft noch. Also meine nächste Partie ist morgen. Ist am Freitag.